was nach 9.999 MyMcDonald's-Punkten passiert. Das siehst du wie immer nach dem Intro. Liebst auch du McDonald's? Dann abonniere jetzt hier unten meinen wunderbaren Kanal und keine Infos mehr über McDonald's verpassen. Seit über einem Jahr kann man bei jeder Bestellung bei McDonald's eben Punkte sammeln. Dass diese Punkte leider nach einem Jahr verfallen, das wissen wir ja inzwischen alle. Nach 999 Punkten kommen ja die 1000 Punkte und ebenso weiter. Doch was jetzt nach unglaublichen 9.999 MyMcDonald's Punkten eben passiert, das schauen wir uns einmal gemeinsam an. Ich habe es immer wieder versucht, der Zahl eben ein Stück näher zu kommen, habe es dann aber leider letztendlich nur bis zu den 5000 Punkten geschafft. Weil leider genau da an, ab dem einen Jahr, die Punkte verfallen sind. Doch natürlich geht es noch viel weiter. Für 1000 Euro müsste man eben bei McDonald's bestellen, um auf die 10.000 Punkte zu kommen. Nur ist das überhaupt möglich? Jein. Denn ab 9.000 Punkten bekommt ihr von McDonald's eine Warnmeldung, wo eben gewarnt wird, dass euer Punktekonto bald voll ist. Das bedeutet, ihr bekommt zwar die 10.000 Punkte gutgeschrieben, aber danach ist Schluss. Alles eben über den 10.000 MyMcDonald's Punkten wird nicht mehr gutgeschrieben. Für 10.000 McDonald's Punkte bekommt ihr dann immerhin schon als Belohnung 100 Nuggets, 50 Apfeltaschen oder auch 25 Cheeseburger. Bis 10.000 Punkte geht es also, aber ich finde, das ist schon fair. Wie sehr übrigens die neuen McDonald's-Gutscheine im Preis gestiegen sind. Das siehst du wie immer hier oben rechts in einem fantastischen Video. Und das war's auch schon wieder mit diesem wunderbaren Video. Ich wünsche euch noch einen big-tastischen Tag und bis bald.